Moin Leute, Chimex hier. Jetzt startet der allererste Stream und für euch auf YouTube die Highlight-Folge. 60 YouTube auf einem Server, der rund um die Uhr läuft. Es gibt so gut wie keine Regeln. Das wird jetzt über Wochen... Es gibt gar keine Regeln. Ja, man darf keinen Arsch halten. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach rüberlaufen und Unge töten. Das doch, darf man nicht. Das nee. Das ist meine Spielweise. Ja, aber das ist... Also in den Regelwerk steht, das darf man nicht sein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Plan ist es, ein Gewaltmonopol zu errichten. Wir werden alles automatisch anbauen, wirklich automatisch und mit allen möglichen Sachen handeln und immer, immer reicher werden. Und so steckt sich das dann hoch. Ich mache eine richtig dicke XP-Farm. Revi macht auch dicke Farm, aber er ist auch der Aesthetic-Gott. Okay, sehr gut. Und natürlich Spark, der Chef von dem Ganzen. Oh, oh, nein! Das war's. Bist du? Oh nein! Oh geil. Nein, so dumm, nein! Eine Aufgabe, Revi. Eine Aufgabe. Scheiße, Alter. Und eine einzige Sache habe ich von dir gewollt. Oh mein fucking Gott. Wir gehen gleich den töten, der hat mich schon beleidigt. Ja, der rote ist tot. Den hat Romata gestern umgebracht einfach. Nein. Du kannst den haben. Bin gespannt, der rote Papagei, das war mein Phönix. Wenn dem einer was angetan hat, dann ist vorbei. Oh mein Gott. Hey, Romata, scheiße, ne? Okay. Also es war wirklich Romata. Guck mal meine Folge. Ich will sehen. Also da war kein Namensschild drauf oder irgendwie sowas. Da war einfach nur Papagei. Hier steht ein ganz fettes Schild, Spark Space, und da sitzt ein Papagei. Nee, jetzt nicht mehr, weil er tot ist. Ja, jetzt nicht mehr. Ich will auf keinen Fall einen Papagei haben. Okay. Max, ich glaube aber auch tatsächlich, dass kein Papagei zu dir möchte. Das halt. Ja, das ist was anderes. Also das nächste halt, ne? So. Ja, du hast recht. Falls jemand von euch was zu essen braucht, ich habe Essen. Ich brauche Essen. Max, kannst du mir was hochbringen auf meinen Berg? Lieferservice, hast du? Lieferservice ist nicht drin. Warum? Aber ich zahle auch Trinkgeld. Trinkgeld? Du bist doch ein Handelsmann, oder? Nee. Du bist doch der Handelsmax. Du bist doch Trademax. Ich erstelle die Sachen nur her, ich liebe sie nicht. Du bist doch Trademax. Mach doch nicht so. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal ein bisschen Diamonds minen gehen. Das wäre jetzt, habe ich mir jetzt also. Alter, bist du ein Bot, Junge. Wahnsinn. Also Romatra Dings Farm wäre schon richtig huge von wir dir. Wir brauchen erstmal, ich wollte erstmal geiles Equipment. Ich wollte uns eigentlich allen erstmal geiles machst Equipment machen. Machst du mich auch full dir? Ja, ich würde uns halt alle full dir machen. Außer Spark, der hat eh schon. Ich hab schon. Du kannst farmen gehen, wenn du ein bisschen Diamanten noch, neben den Diamanten noch ein paar Eisen mitbringst. Ein bisschen Eisen. Alles Eisen, aber dafür musst du mir Essen geben. Das ist das Einzige, okay, was du mir geben musst. Okay, Netherstar brauchen wir noch. Geil, da ist noch so einer wie Romatra hier drin. Ja, und? Weil Romatra sagt einmal alles falsch. Jedes Wort spricht dir falsch aus. Wo kommst du her, Romatra? Ich komme aus Stuttgart. Oh, ich bin Badenser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Badener Der ist ultra geil. Das ist einer der geilsten überhaupt. Was mich richtig abfuckt, ist, wenn Leute nicht SCH und CH können. Das nicht. Ja, das hat nichts mit Akzent zu tun, das ist dann auch ist einfach nur Dummheit, da habe ich auch keinen Respekt für, wirklich. Ich mache mal was lauter, ihr müsst mir aber sagen, ob es übersteuert dann. Übersteuere ich? Ja. Nee, du bist überhaupt gar nicht lauter geworden. Du bist nicht lauter geworden, du übersteuerst nur. Du bist die einzige Person, die übersteuern kann, ohne dabei. Ja, das ist laut zu sein. Krieg nicht mal ich hin, Alter. Ich habe noch nie so ein leises Übersteuern gehört. Das ergibt keinen Sinn. Nee, das stimmt. Und deshalb ist es so geil. Wollen wir Dena töten? Hast du schon mal Dena getötet? Dena töten? Wie gut ist der in Minecraft? Gar nicht, Alter. Wir gehen dahin, klatschen einfach zusammen um. Der ist alleine. Ich bin gestartet. Ich will den erstmal ein bisschen starten. Nein, Spark, nein. Gewaltmonopol. Guck. Dena macht sowas wie öfters im Craft. Du musst richtig aufpassen, Max. Ne? Dena ist der mieseste von allen. Echt krass. Ja. Der hat auch das UFO kaputt gemacht damals. Braucht man ihm gar nicht zu. Doch. Dena ist auch beim Rennen immer derjenige, der rammt. Der rammt, den anderen, ja, der meint auch Bremskabel durch. Der ist richtig verrückt. Krasser Typ. Dena ist richtiger Gangster, wirklich. Musst du aufpassen. Schnauze. Ja, hat er geschrieben. Skalt dir. Ja, Max, müssen wir zuschlagen. Bringt ja nichts, oder? Max, wir müssen auch nochmal roleplayen. Denn wir müssen, was wir ganz wichtig vergessen haben, ist die Beerdigung von meiner Freundin. Das machen wir nicht. Die müssen wir leider noch beerdigen. Max, du hast das Roleplay voll gefühlt. Was soll denn das, Alter? Du warst richtig gut im Minecraft-Roleplay. Also so, du bist jetzt ruhig. Du warst so stark, Alter. Du kannst meine Minecraft-Girlfriend nicht umbringen und sie dann nicht beerdigen. So. Ja, es gibt einfach Sachen, die sind unter der Gürtellinie und das gehört definitiv dazu. Ja, und da hat Dena wieder absolut reingeschissen. Ist so. Da ist er noch selber schuld, wenn er komplett zerfickt wird. Absolut, natürlich, Alter. So, das ist halt, da hilft dir auch so eine riesige Reichweite und so lange Arme nichts. Das ist halt. Nein, zero respect, Alter, vor Enderman, Dena. Findet ihr auch, dass Dena aussieht wie ein Enderman, nur in weiß, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Mit den langen Armen kann man natürlich gut Auto fahren. Okay? Alter, irgendwer hat hier schon eine Eisbahn gebaut. What the fuck? Gitan, sag mal was. Funktioniert dein Mikro?
Ja, also oh, jetzt bist du sau laut, Alter. Holy shit, ich mach dich jetzt mal leider. Warum stellt ihr mich auch so laut? Hab ich gar kein Verständnis für. Kevin, bitte nicht so laut schreien, Spark, ja? Spark, hast du schon diese Eis-Nether-Bahn gebaut? Nee, das war Katze. Ja, natürlich, ja, klar. Wir sind noch hier. Junge, es ist so geil. Ich hab so Bock auf dieses Projekt. Allein, was hier schon im Nether gebaut worden ist. Omar, hör mal auf, so euphorisch zu sein. Wirklich, das stört alle anderen. Das muss ich sagen. Ey, können wir jetzt mal kurz, also wir sind ja hier im Dschungel alle, ne? Wir brauchen so einen Namen. Ich verbinde ja mit Dschungel und Krieg immer den Vietcong. Ich finde das ein bisschen historisch vorbelastet. Deshalb würde ich vielleicht was anderes vorschlagen. Alter. Hast du eine Idee für unseren Namen? Uff, die Affengang war im Dschungel. Uff, Alter, Uff ist gut. Die Affengang, Alter, die Affengang gefällt mir. Findest du Uff nicht gut? Ich finde einfach nur Uff toll. Uff ist das super. Das finde ich ganz beschissen. Uff ist auch klasse. Vor allem, weil es Max beschissen findet, deswegen finde ich es klasse. Ja, sollten wir machen. Wenn Max keinen Bock drauf hat, sollten wir uns dafür entscheiden. Perfekt, Uff. Müssen wir einen Namen haben? Können wir nicht einfach spielen erstmal? Max, es wir brauchen Namen und Roleplay, Max. Ohne Roleplay. Max, du verstehst das nicht. Du verstehst das hier alles gar nicht, ne? Warum braucht man Namen und Roleplay? Roleplay! Warum braucht man Namen und Roleplay? Ja, also letzte Staffel waren wir der eiserne Pack, ne? Die grüne Front. Die grüne Front, Alter. Das klingt gar nicht irgendwie radikal oder so. Das gefällt mir. Das hört sich aber gut an. Die grüne Front ist genial. Ja, wir stehen für erneuerbare Energien und Dena macht Autorennsport, also dürfen wir ihn umbringen, ganz klar. Ja, aber vielleicht ist er ja auch im Green Team und fährt nur E-Autos. Nein, stimmt nicht. Nee, das ist schon. Ich war dabei. Ich habe auch gesehen, wie Dena immer Burnout auf den Ring macht in Köln. Oh, er ist verbraucht richtig viel. Wir reden über unsere tollen Autos. Weil die fahren alle in Fiat. Romatra, fahr doch bitte bei der Bus, okay? Nee, ich fahr smart, okay? Der fährt den AMG von seiner Mutter, Alter. Übel low, Alter. Er tut immer so, oh, ihr seid so YouTuber, fahren übelste Autos. Er ist ein richtiger Bonzen. Seine Eltern sind rich as fuck, aber er sagt es nie. Das ist eine Lüge. Romatra, dieser eine Student, der wirklich sein Leben lang einfach Luft- und Raumfahrttechnik studiert und keinen einzigen Plan hat, wie ein Flugzeug funktioniert. Junge, ich weiß ganz genau, wie Flugzeuge funktionieren. Alter, warte mal, stopp! Romatra? Ja? Wir sind hier im Dschungel. Wir sind die Grünen. Der Berg, wo wir draufstehen, ist der Thunberg. Ernsthaft? Ja. Das ist ein guter Name. Das ist geil, der Thunberg. Und hier oben kommt ein Thunfisch in ein Aquarium, denn es ist der Thunberg. Ja? Ja, mega. Machen wir. Alter, der hat gesagt, ob er mit seiner Faust in mein Gesicht rutschen darf. Das war alles. Ui. Das war ganz schön Akku, Herr Anwalt. Holy shit, Alter. What the fuck? Was ist das für ein Spießer? Ich hasse Spießer. Du bist der ultimative Spießer. Romata, du bist mit der größte Spießer. Inbegriff eines Spießers. Das ist so eine Lüge, Alter. Hey, Romata, erzähl mal ganz kurz gestern, wie du einkaufen wolltest. Das will ich nicht drüber reden. Stell dir vor, so ein richtig hungriger Romata, ne, Max? Mhm. Er geht so einkaufen, denkst du, oh, jetzt was Leckeres einkaufen. Oh, geil, Häagen-Dazs ist im Angebot. Richtig schön für die Fat-Gains hole ich mir jetzt Häagen-Dazs für 3 Euro, Alter. Mhm. So, dann geht Romatra dahin und steht da in der Kasse. Steht erstmal 20 Minuten an. Schön 20 Minuten gewartet, überall Rentner vor ihm. Alle Mundgeruch, alle super, super langsam. 2 Herzinfarkte, Krankenwagen kam 3-mal. Mega geile Zeit, ne? Ja. Romatra erstmal, wie gesagt, die ganze Zeit da gestanden. So, und dann kommt er dran, legt alle Sachen mit Tiefkühlware, die schon dabei ist, aufzutauen, weil er so lange in der Schlange stand. Ja, legt es aufs Kassenband, packt alles ein, holt seine Karte raus und dann fällt ihm auf, scheiße, ich habe eine neue Bankkarte. Und was kriegt eine neue Bankkarte? Richtig, einen neuen EC-Code. Ja, das heißt, Romatra steht dann da, fast am Heulen, hat alles eingekauft, hat eine Dreiviertelstunde eingekauft, nichts bekommen und ist nach Hause gegangen ohne Essen. Mega geil. Oh. Alter, also das ist schon mal ultra low, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hasse Leute, die kein Bargeld dabei haben. Die hasse ich absolut. Ich hab stopp, ganz kurz, ich hatte ja mein Geldbeutel in Berlin verloren. Dabei. Auf der legendären Party, auf die ihr nicht mehr gekommen seid, da wurde mir mein Geldbeutel geklaut und deswegen hatte ich erst Mein Geldbeutel, das heißt Portemonnaie, sei erwachsen. Erwachsen, Alter. Junge, du spielst gerade Minecraft. Würdest du auch für mich eins einfach schreiben? Wir schreiben einfach meinen Namen drauf, oder? Alter, stimmt, das wäre strong. Ja, oder? Gut, ich glaube, da müssten wir noch über eine angemessene Bezahlung verhandeln. Ja, klar, machen wir aber mal. Was willst du denn für ein Fachwissen in Minecraft vermitteln, Revi? Hä? Wie man geile Minecraft-Fachwissen, was wie man geile Alten am Gomme-Server erklärt. Oh, Minecraft in 20 Seconds? Also, jo, das würde bestimmt oft verkauft werden. Kannst du mir so ein Buch umsetzen? Mods, macht mal wieder, schreit mal wieder zur Tat. Rollt die Flitzer vom Feld. Jawohl. Jetzt geht wieder die Bannwelle bei Trimax los. Auf geht's. Habt ihr Bock auf Mann? Schnell rüber zu Max.
Alle, einmal am Tag werden bei Trimax alle Leute aus dem Chat einfach gebannt. Was? Oh, Excel starved to death. Gemacht, da kann alles guck drauf, mal, ne? Excel starved to death. Excel ist verhungert. Hey, der muss doch genug Reserven haben, what the fuck? Oh, ich will ja nichts sagen, aber hätte er ein Angebot von der Fettsack GmbH in Anspruch genommen, wäre ihm das nicht passiert. Das sind Fake News, ich könnte niemals machen. Das aber du baust nicht diese, dieses Ein-Tick-Ding, oder? Oder dieses Null-Tick-Ding. Oder was baust du denn durch? Ja, Null-Tick ist verboten und nicht möglich. Direkt am Spawn da vorne, aber ich glaube, das ist schon wie längst sauer, du das ist geil. Das macht mich so aggressiv, ja, dass Martha das immer noch denkt. Dass er wirklich denkt, dass wir seit Wochen diese Null-Tick-Farm bauen wollen. Bereits schon erklärt, dass wir das nicht machen, weil es geht auch nicht um Server. Es ist ja deaktiviert. Ja, sag das bitte noch 8-mal, Romatra, der checkt es das nicht. Es ist deaktiviert. Ihr könnt gerne das Ding bauen, aber es funktioniert nicht. Ja, geil. Sag das nochmal, Romatra. Was denn? Was denn bauen? Was wir jetzt hier?